Was geht? Und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ihr wisst ja, wie mich die Elektromobilität bzw. die Elektrowende interessiert. Wie sieht die Zukunft von Elektro-PKWs oder auch LKWs aus? Aber noch viel mehr, was passiert mit Flugzeugen oder auch Schiffen? Wie geht's da voran? Deswegen gucken wir uns heute mal den Elektroflugzeugbereich an. Was gibt's da in der Zukunft Interessantes zu sehen? Und was hat Elon Musk schon wieder mit seinen verrückten Ideen damit zu tun? Und um das schon mal gleich vorab zu nehmen, Elon Musk hat tatsächlich schon eine Skizze für ein Elektroflugzeug. Aber dazu später mehr. Wenn man sich die Geschichte von Tesla, SpaceX, aber auch von The Boring Company mal ein bisschen genauer anschaut, dann fällt einem auf, dass Elon Musk sehr gerne seine eigenen Produkte und Firmen damit finanziert, indem er andere Sachen einfach nur skaliert. Und das klingt so runtergebrochen wieder wie das Einfachste der Welt. Genauso wie in meiner Uni. Mir wurde auch immer gesagt, wenn man eine clevere Idee hat, einfach skalieren. Ja, wäre das Ganze so einfach, dann wäre jeder heutzutage Elon Musk. Also gucken wir uns mal ein bisschen genauer das Thema an, wie Elon Musk zum Beispiel The Boring Company skaliert hat. The Boring Company plant ja gerade ein Tunnelsystem unter zum Beispiel Los Angeles, aber auch Las Vegas zu bauen. Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, ein Tunnelsystem, U-Bahn oder sonst irgendwas? Nein, um einfach den ganzen Verkehr zu vereinfachen. Das Ganze funktioniert in der Theorie so, dass man verschiedene Tunnelsysteme unter der Stadt unterirdisch hat, in denen halt sehr wenig Luftdruck drin ist. Weil das sorgt dafür, dass man sich mit wenig Energie sehr schnell fortbewegen kann. Ähnlich wie Raketen im Weltall. Wenn sie erstmal über die Exosphäre hinauskommen, dann ist der Luftdruck wirklich nur noch sehr gering und sie brauchen auch wenig Energie, um sich fortzubewegen. Das ist halt der Grund, wieso Flugzeuge auch so hoch fliegen. Man braucht dort halt einfach weniger Energie. Aber zum Flugzeugthema kommen wir gleich nochmal genauer, weil das Ganze könnt ihr euch schon mal merken. The Boring Company finanzierte sich nicht nur alleine mit der Idee und dann clevere Investoren. Nein, sie haben sich auch zum Teil finanziert durch Merchandise und das Ganze dann kombiniert mit Skalierung. Eins der witzigsten Merchandise-Artikel von The Boring Company sind tatsächlich die Ziegelsteine. Denn er verkaufte tatsächlich Ziegelsteine, die ziemlich ähnlich wie große Lego-Steine aussehen. Und noch interessanter wird es, wenn man sich anguckt, wie viel Prozent des Budgets eines Tunnelbaus alleine in den Abtransport des Schmutz bzw. Gesteins und der Erde fließt. Denn das Ganze sind 15% des Budgets. Und wenn man den Schmutz dann in quasi Gold verwandelt, beziehungsweise in einfach nur große, nerdige Lego-Steine, dann sieht es schon wieder ganz anders aus, sollte man denken. Leider gibt es seit dem Twitter-Post von The Boring Company leider kein weiteres Update mehr zu den Bricks. Vielleicht haben sie doch die Materialien selber benutzt, um halt, ja, andere Gebäude damit zu bauen. Ein weiteres Beispiel von funktionierendem Merchandise von The Boring Company war der Flammenwerfer, von dem ihr wahrscheinlich schon was gehört habt, beziehungsweise eigentlich kein Flammenwerfer, denn das war die russische Ausrede letztendlich von Elon Musk, weil man eigentlich keine Flammenwerfer verkaufen darf, so wie es Elon Musk mit The Boring Company gemacht hat. Sie haben das Ganze dann einfach kein Flammenwerfer genannt und dann war es halt kein Flammenwerfer. Der Flammenwerfer kostete $500 und wurde insgesamt 20.000 Mal verkauft. Das Ganze sind insgesamt 10 Millionen Dollar Umsatz. Das ist auch mal eine interessante Art und Weise, an einen Kredit ranzukommen. Clever. Des Weiteren gab es dann auch nochmal Caps mit dem The Boring Company Logo drauf gestickt. Diese kosteten $20 und wurden insgesamt 50.000 Mal verkauft. Das schaffen nicht mal renommierte Marken, wenn sie neue Produkte herausbringen. Außer vielleicht Peso von Justin. Und wenn man sich dann anguckt, dass das ganze Geld genommen wird und in ein Tunnelsystem gepackt wird, beziehungsweise in die Entwicklung von so einem Tunnelsystem, dann freue ich mich wahnsinnig auf die Zukunft und damit das erste Mal zu fahren. Weil wenn man sich wirklich vorstellt, dass man ganz simpel hier zum Beispiel in Leipzig in der Innenstadt in so ein Fahrzeug reinsteigen könnte, einfach in der Innenstadt wie in einen Bus und dann zack, in, keine Ahnung, 10 Minuten in Berlin ist, in 20 Minuten in Berlin, das wäre schon
wirklich geil. Aber ihr merkt schon, das Thema würde den kompletten Rahmen dieses Videos hier sprengen. Das heißt, falls ihr ein extra Video zu diesem Thema sehen möchtet, dann schreibt es einfach mal unten in die Kommentare. Dann können wir das auf jeden Fall hier auf diesem Kanal mal umsetzen. Ansonsten vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, falls ihr das Video dann nicht verpassen wollt oder falls ihr es allgemein noch nicht gemacht habt. Aber jetzt weiter zum Thema. Vielleicht kann sich der ein oder andere von euch an die legendäre Szene von Elon Musk, ja, Elon Musk in Iron Man 2 erinnern. Denn dort hat er mit Tony Stark über elektrisch fliegende Flugzeuge bzw. Jets geredet. Denn Elon Musk sagte, dass er eine gute Idee für einen elektrischen Jet hat. Und Tony Stark antwortete einfach nur, okay, dann setz es halt um. Und da kommen wir der ganzen Sache schon ein bisschen näher. Denn anscheinend ist diese Szene gar nicht mehr so eine Zukunftsmusik, wie es vielleicht in Iron Man rüberkam. Denn einer der bekanntesten Streamer dieser Welt, Ninja, hat auf Twitter gefragt, ob es schon möglich ist, akkubetriebene Flugzeuge zu bauen oder ob die Energie in den Batterien dafür noch nicht ausreicht. Natürlich antwortete Elon Musk darauf und schrieb, dass es sogar jetzt schon möglich ist, aber diese Flugzeuge noch sehr reichweitenlimitiert sind, dieses Problem aber schon bald gelöst werden sollte. Elon Musk ging sogar noch weiter und sagte, dass er selbst dazu schon Forschungen gemacht hat und nach seiner Forschung eine Energiedichte von 400 Wattstunden pro Kilogramm benötigt wird, um Flugzeuge mit Batterien in die Luft zu bekommen. Ich stelle mir jetzt bloß die Frage, was ist bei konventionellen Flugzeugen aktuell das größte Problem, beziehungsweise was ist der größte Flaschenhals, wieso sie verdrängt werden sollten und mit batteriebetriebenen Flugzeugen ersetzt werden sollten. Denn erstaunlicherweise ist die Effizienz von Flugzeugen gar nicht so schlecht, gerade wenn man es vergleicht mit herkömmlichen Ottomotoren. Denn Flugzeugturbinen haben eine Effizienz von mehr als 90%. Wenn man das Ganze vergleicht mit zum Beispiel Ottomotoren, wie du und ich das wahrscheinlich aus unserem Auto so kennen, dann hat man da eine Effizienz von um die 35 bis 40%. Alles andere ist zum Beispiel Wärme. Bei Elektromotoren reden wir von einem Wirkungsgrad von 85 bis 95%. Das heißt, die Motoren bzw. Turbinen sind bei Flugzeugen letztendlich gar nicht das Problem, sondern die Gesamteffizienz. Denn einer der entscheidenden Punkte, wieso es besser ist, auf batteriebetriebene Flugzeuge, so interpretiere ich das, in Zukunft zu setzen, ist halt die Produktion unter anderem von Kerosin. Und dabei meine ich nicht nur, dass das Kerosin hergestellt wird, bzw. der Treibstoff, sondern dann auch zum Flugzeug gebracht wird, weil nichts ist einfacher, als ein Kabel zu verlegen, auch wenn es dann natürlich ein bisschen größer wird und letztendlich das ganze Thema nochmal komplett neu entwickelt werden muss und die ganze Infrastruktur natürlich neu aufgesetzt werden muss. Aber prinzipiell ist das effizienter als letztendlich die Entwicklung und Produktion von Kerosin und das Ganze dann in ein Flugzeug zu tanken und dann mit diesem Flugzeug zu fliegen. Ich packe euch dazu einfach mal ein sehr interessantes Video unten in die Videobeschreibung. Das heißt, falls ihr das ganze Thema noch ausführlicher erklärt haben wollt, schaut da einfach mal vorbei. Aber auch das CO2, was in die Luft gelangt, fällt damit komplett weg. Und gerade in so hohe Luftschichten ist CO2 wirklich nicht das allerbeste. Weil haltet euch mal jetzt fest, bei einer Flugreise werden im Durchschnitt ca. 1,6 bis 2 Tonnen CO2 emittiert. Die mittlere CO2-Emission liegt dabei pro Einwohner in Deutschland bei 10 Tonnen. Das heißt, man hat 16 bis 20% schon davon im Durchschnitt verbraucht, nur wenn man einmal Flugzeug fliegt. Natürlich muss man dazu auch noch sagen, dass die Batterieherstellung aktuell absolut gar nicht klimaneutral ist, aber wir reden auch von jetzt. Weil schaut euch einfach mal an, wie lange Ottomotoren entwickelt wurden, bis es zu einer Effizienz von 40% bzw. 35 bis 40% kam. Und dann überlegen wir uns einfach mal, wie weit wir jetzt schon sind mit Elektromotoren und auch Batterien, wenn es schon Elektroautos gibt, die um die 600 Kilometer Reichweite haben. Oder wenn man von den Prognosen der Hersteller ausgeht, dass sich die Energiedichte der Batterien in nur 5 Jahren verdoppeln soll. Dann, glaube ich, sind wir da bei einem richtig guten Thema und bei einem richtig guten Ansatz auch für Flugzeuge. Okay, aber zurück zum Thema, was hat jetzt Tesla
mit Flugzeugen zu tun? Das müssen wir ja immer noch klären. Laut Elon Musk soll das Ganze gar kein richtiges Flugzeug werden, so wie wir jetzt vielleicht uns das vorstellen. Das heißt, kein A330 oder ähnliches, sondern es soll ein VTOL werden. Das heißt, ein Senkrechtstarter. Ähnlich wie das deutsche Startup Lilium, wo auch zum Beispiel Frank Thelen stark investiert ist. Das Ganze ist ein Fünfsitzer, der auch den Verkehr in den Städten in Deutschland oder auch auf der ganzen Welt revolutionieren soll. Für mich hat das ganze Thema noch wirklich viele Kontroversen. Zum Beispiel zeigt das deutsche Startup Lilium nie Flugaufnahmen mit Ton, weil ich einfach denke, dass man dann mitbekommt, dass der Vorteil, dass Elektromotoren in Fahrzeugen bzw. ja in PKWs ruhig sind, gar nicht bei Flugzeugen und Turbinen wirklich durchkommt. Denn die werden genauso laut sein wie richtige Verbrennerturbinen bzw. auf jeden Fall ähnlich laut. Zudem gibt es bis jetzt auch noch keinen richtigen Testflug mit Passagieren an Bord. Trotzdem bin ich wahnsinnig hyped auf dieses Thema und bin auf jeden Fall gespannt, wie dort die Entwicklung weitergeht. Das bis jetzt langstreckentauglichste Flugzeug heißt Alice und damit schafft man Strecken von bis zu 1000 Kilometern. Da wird jetzt der eine oder andere von euch erstmal denken, mein Diesel-SUV schafft 1200 Kilometern, da muss doch ein Flugzeug mehr schaffen. Aber nein, beruhigt euch. Bis jetzt kann man bis zu 9 Personen mit an Bord nehmen, aber man kann damit halt Strecken wie Amsterdam-London oder auch Berlin-München fliegen. Halt Strecken, die nicht besonders lang sind, aber sehr oft am Tag geflogen werden müssen, weil es halt Business-Strecken sind. Und dafür macht sich so ein Flugzeug ziemlich gut. Aber natürlich, wenn man das Ganze dann auch deutlich größer skaliert, mit 9 Personen kommt man da nicht wirklich weit. Der deutsche Hersteller Siemens forscht bzw. forschte tatsächlich auch im E-Flugzeugbereich sehr stark. Siemens hat nur seine elektrischen Flugzeugmotoren an Rolls-Royce verkauft und was daran dann so richtig geil ist, dass Rolls-Royce mit ihrem E-Flugzeug, dem SL, einen Geschwindigkeitsrekord aufgestellt hat. Denn dieses Flugzeug schaffte 480 Kilometer pro Stunde bei einer Reichweite von bis zu 320 Kilometern. Naja, mit 1000 Kilometern kann man schon relativ weit kommen, aber mit 320 Kilometer, naja. Das ist nicht wirklich langstreckentauglich. Aber wir sind am Anfang des Themas, muss man immer wieder betonen. Wir fangen gerade an, in diesem Bereich richtig zu forschen. Apropos Rolls-Royce und damit Großbritannien, EasyJet hat angekündigt, dass sie bis 2030 eine E-Flugzeugflotte haben möchten. EasyJet betonte, dass gerade für Kurzstrecken E-Flugzeuge halt wirklich genial sind, wie ich gerade auch schon gesagt habe. Amsterdam, London, Berlin, München. So Flüge halt. Meine größte Frage, aber auch Angst in diesem Bereich ist nur halt einfach, wie lädt man diese Flugzeuge? Ich könnte mir natürlich vorstellen, dass die Flugzeuge dann einfach über Nacht geladen werden, aber so viele Flugzeuge, die dann gleichzeitig geladen werden müssten, schwierig. Ihr könnt mir ja gern mal eure Meinung dazu unten in die Kommentare schreiben und wir diskutieren darüber einfach ein bisschen. Was denkt ihr, wenn E-Flugzeuge rauskommen, wo bzw. wie werden die dann wieder mit Energie versorgt? Kommen wir aber wieder zu Elon Musk, denn tatsächlich hat er in dem Joe Rogan Podcast, ja, in diesem Joe Rogan Podcast, Tobacco and marijuana in there. Ein bisschen mehr über das Flugzeugthema erzählt. Und das lag bestimmt nicht daran, dass sie davor einige Whiskys getrunken haben und einen Joint geraucht haben. Denn die ganzen Gerüchte zu einem elektrischen Tesla-Flugzeug wurden so ein bisschen bestätigt, indem er sagte, dass er tatsächlich schon richtige Skizzen für ein elektrisches Flugzeug hat. Sein elektrisches Flugzeug soll aber über Schallgeschwindigkeit fliegen, ähnlich wie es damals die Concorde tat. Diese Geschwindigkeit soll erreicht werden, indem dieses Flugzeug halt einfach extrem hoch fliegt. Das klingt jetzt ziemlich einfach, aber auch ziemlich energieaufwendig. Dabei ist halt der Vorteil, dass umso höher man fliegt, desto mehr nimmt auch die Luftdichte ab und desto weniger Energie braucht man, um schneller zu fliegen. Ähnlich wie es halt bei der Boring Company ist, was ich eingangs erzählt habe, und den Tunneln, wo einfach die Luft aus dem Tunnel gezogen wird. Und jetzt sind wir basically wieder bei dem Thema, wo ich schon bei dem Video über den 20.000 Dollar Tesla geredet habe, nämlich die Energiedichte von Batterien. Denn tatsächlich wurde wahrscheinlich die Batterie, die auf dem Battery Day dieses Jahr vorgestellt wird, geleakt. Bis jetzt sind nur Bilder aufgetaucht, aber tatsächlich passen die Bilder ganz gut mit einigen Patenten von Tesla
überein. Ich möchte dabei jetzt nicht zu viel in der magischen Kiste ein bisschen rumkramen und irgendwas erzählen. Ich denke auf jeden Fall, dass man der magischen Grenze von 400 Wattstunden pro Kilogramm auf jeden Fall immer näher kommt, sodass wir uns ganz bald schon wahrscheinlich auf E-Flugzeuge von Tesla freuen können. Tatsächlich hat auch noch jemand die ganzen Gerüchte um dieses elektrische Flugzeug von Tesla zusammengeführt und in eine Skizze gebracht. Und diese Bilder sind dabei entstanden und Elon Musk hat darauf sogar geantwortet, dass diese Bilder gar nicht so schlecht aussehen. Alles klar, jetzt sollte euch auf jeden Fall klar sein, dass Tesla bzw. Elon Musk auch nicht den elektrischen Flugzeugmarkt verschlafen wird. Falls euch ein Video zu einem 20.000 Dollar Tesla interessiert und wie dieser vielleicht aussehen könnte, dann checkt einfach mal das Video hier ab und darunter findet ihr ein Video zu dem Streit von Jeff Bezos, dem Gründer von Amazon, und Elon Musk. Auch wirklich sehr interessant. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Es war mir wie immer eine Ehre. Macht's gut. Ciao.